Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy 8. Und wir sind hier unten noch an den Centra-Ruinen und haben uns ja bekanntermaßen die GF Tomberry geholt. Hier hinten eine der optionalen Guardian Forces. Und wenn jetzt auch ein bisschen mit der Story weitermachen oder in Shumidorf fahren. Ich würde sagen, wir gehen erstmal noch zu den Shumis. Oder nee, wir machen mit der Story ein bisschen weiter. Zu den Shumis werden wir uns danach begeben. Denke ich zumindest. Mal so überlegen. Aber ich glaube, wann wir die Shumis machen. Ich will nicht zu lange mit dem Sidequest rumgucken. Von dem her machen wir jetzt erstmal ein bisschen Story und danach gehen wir zu den Shumis. So. Da ist Fisherman Horizon. Weil Fisherman Horizon ist... Warte. Da vorne. Irgendwo da vorne ist Fisherman Horizon. Und wir fahren jetzt hier irgendwie durch. Oder fahren hier drauf, um da durchzufahren. Irgendwie sowas. Hoppala. Wo ist eigentlich Balamp? Kann man das jemand sagen? Ach, da oben. So. Bräuchte wieder eine Karte, danke. Da ist der Galbadia Garden. Was machen die denn da? Ja, das war jetzt die falsche Taste. Ja, inzwischen sind alle an einem recht guten Level angelangt. So, wir steigen jetzt hier erstmal hoch. Und wie kann ich da jetzt was triggern? Ich will darauf. Komisch. Ja, sieh mal an, da waren wir. Hier kommen wir her. Und hier sind die Galbadianer. Und dann gehen wir wohl erstmal in Balamp rein. Gucken, was die Galbadianer uns dazu sagen haben. Entschuldigung. Was ist denn hier los? Was ist hier passiert? Frau des Hoteliers, was soll ich tun? Was passiert mit der Stadt? Wann können wir wieder hinein? Hätte ich bloß meine Tochter mitgenommen. Ich hoffe, dass sie zu Hause brav ist. Hey, wie sieht's drinnen aus? Hey du. Diese Stadt wird im Namen der Hexedia gesperrt. Ich brauche kurz einen Schluck zum Trinken. Mein Hals ist voll trocken. So. Sekunde. So. Jetzt haben wir das gemacht. Ohne Erlaubnis darf niemand durch. Es wird einige Tage so bleiben. Wenn die Stadt komplett durchsucht ist, seid ihr dran. Wartet hier. Ich will da rein. Hotelier, seit Tagen ist die Stadt gesperrt. Unsere Tochter wartet auf uns. Aber wir können nichts machen. Die Hexe hat Soldaten hier entsandt. Heißt das, dass die Welt vor ihr kapituliert hat? Warum lauft ihr herum?
Verdächtig. Was suchen die Galbadianer in der Stadt? Was ist mit euch? Seid ihr Einwohner? Jo. Ihr könnt doch wenigstens die Einwohner reinlassen, oder? Betreten verboten, heißt es. Dass niemand hinein oder hinaus darf. Verstehst du, was ich sage? Hä? Willst du mich verarschen? Was ist? Was wollt ihr noch? Du sagtest, dass die Stadt gesperrt ist. Das heißt doch, dass auch der Informationsaustausch gestoppt ist. Schade, wir hätten Infos über Alien. Was? Alien? Stopp. Erzähl, los, ihr kennt Alien? Ich bin mir noch nicht sicher. Dazu muss ich in der Stadt etwas über nachprüfen. Lasst uns also rein. Wenn ihr etwas herausgefunden habt, berichtet das dem Kommandanten im Hotel. Ihr werdet dann bestimmt reichlich belohnt werden. Schlauer Zugsquall. Wir nehmen Rinoa mit. Die sind alle noch gekoppelt. Himmel, Arsch und Zwirn, was ist denn heute los? So. Durch den Kampf mit Tomberry habe ich noch nicht geheilt. Das können wir jetzt mal kurz erledigen. Obwohl, das können wir... Wir können nicht ins Hotel. Dann lass mir Rinoa mal kurz eine Runde Heilung sprechen. Ja, toll. Was mich gerade wundert ist, warum sie nicht Vigar gekoppelt, also Vigar gekoppelt hat. Optimal Magie. Und auf einmal hat sie Vigar gekoppelt. So. Ach, die wollte ich ja gar nicht. Obwohl, ihr könnt trotzdem mal kurz gucken. Blitzra und Schman. Was wir hier alles machen können gerade. Eisra mal 20. Einfach mal kurz wieder auffüllen, die unsere Zauber. Diese Steine möchte ich noch ein bisschen aufheben. So, Küchenmesser? Tod mal 30. Die kann man super farmen. Das gefällt mir gut. Zeitwandler, da müsste Gravit auch dabei sein. Beben? Beben will ich auch haben. Gemach. Komm, ich auch mal 100 geben. So, Zustandswandler. Das ist jetzt alles nicht so das, was ich haben möchte eigentlich. Schweigen mal 20, solche... Schlaf oder... Heilmedizin, mein Freund und Kupferstecher. Hier können wir gar nichts machen. Zustandsmedizin. Oh, da können wir ein bisschen was rumgurken. Itemwandler. Aus 100 entsteht eine andere Antimaterie. Und der Zauberwandler M. Achso. So. Dann gehen wir erstmal rein. Gucken mal rum. Alter, verpiss dich jetzt da. Drawpunkt Blitz. Das zieht das Masquall einfach. Wie viel? 11 Mal. Wunderschön. Excel, ich wusste, dass du wieder zurückkommst. Können wir bei irgendeinem... Nein, können wir nicht. Obwohl, warte mal. Was brauchen wir denn eigentlich dafür für den Schmarrn? Krötenpanzer und Verräterklinge. Gut, haben wir nicht. Was ist mit dir los? Die Vorräte in den Läden sollen langsam ausgehen. Dank Dean ist bisher noch keine Panik ausgebrochen. Aber das ändert nichts an der Tatsache. Die Galbadianer wollen uns quälen. Wir sind jetzt alle ziemlich am Ende. Noch ihr Armen. Nur mal zu Xels Familie rein. Vielleicht hoffentlich geht seiner Mutti gut. Bin zu Hause. Hä?
Niemand da? Gehen wir mal da rein. Yo, alles okay, Mutter. Sal, wie bist du reingekommen? Wir haben einfach erzählt, dass wir einige Infos über Alien haben. Das war's. Puh, ich dachte schon, dass du die Soldaten verprügelt hast. Die Hexe würde diese Stadt zerstören, wenn es hier zu Unruhen kommt. Das sagten die Galbadianer. Ist die Hexe Idee in der Stadt? Ich sah auf jeden Fall eine Frau mit einer Augenklappe und grauen Haaren. Fujin, sie ist also hier. Lass mich einfach ran. Ich werde sie vertreiben. Ist Cypher auch hier? Hm. Warte mal. Man kann mit der Karten spielen. Erstmal eine Runde Kartenzong. What the fuck? Sind das viele Regeln? Odin, der ist gut. Das Ding will ich haben, tun. Das will ich haben. Doch, den hole ich mir mal so. Nur den ist mit der 2, genau. Wir holen uns den mit der 9. Und so. Gewonnen und damit gehört uns die Karte Xell. Jawohl. Sehr cool. Elementregel hat sich verbreitet. Mit der kann ich leben. Gehen wir mal da hoch. Hey Squall. Was meinst du mal? Nicht reingehen. Ist heilig. Schon gut. Dann halt nicht. Gehen wir mal ein bisschen durchgucken. Ja, wohl, da will ich noch gar nicht hin. Ich will mal dahin. Was hat der Alte zu quatschen? Was habt ihr im Bahnhof zu suchen? Fort mit euch. Falls ihr was wisst, geht ins Hotel und erzählt es unserem Kommandanten. Kauft bitte nicht alles auf und geht sparsam mit den Waren um. Wir brauchen trotzdem einige neue Portions. Erstmal so 50 Stück kaufen. Und davon nehmen wir auch mal welche mit. 30 Stück, glaube ich, sind da ganz gut. Haben wir mal wieder ein bisschen zugelangt. Das war auch dringend nötig. Unser Kommandant denkt, dass gerade eine solche Kleinstadt verdächtig ist. Aber wie zum Teufel soll man ein Mädchen finden, von dem man nur den Namen weiß? Ich glaube, es geht. Egal, was das für ein Mädchen ist, es wird uns nicht entkommen. Dann beginnt Edeas Herrschaft und die Herrschaft Galbadias. Was für Arschlöcher. Was seid ihr für welche? Okay. Sind wirklich großzügig. Sag mal, Freutchen Schnürschuh, geht's noch? Die haben sie wohl in der Muffe gepufft. So, was geht bei dir? Ich habe auf dich gewartet. Recht bitte, mein Meister. Die Galbadianer haben ihm seinen Arm gebrochen. Dabei hat er nur gefragt, was jetzt aus Balint wird. Wenn ich bloß stärker wäre. Ey, Arschgeige. Wir sollten einfach froh sein, dass wir die Stadt nicht angezündet haben. Wenn ihr der will, kann sie die Stadt im Nu auslöschen. Hier sind ganz schöne Drecksäcke, die Galbadianer. Und hier scheint nichts zu sein, mit dem ich jetzt nicht quatschen. Und hier, du da? Wer soll ich das noch sagen? Ich kenne den Truppenführer nicht. Bestimmt hat ihn jemand irgendwo versteckt. Was soll ein Mann dann alleine machen? Das Mädchen, von dem ich eben sprach. Meinst du, dass sie hier lange bleiben wird? Hm. Okay, wir gucken uns einfach mal. Dann wollen wir mal zu diesem dämlichen Kommandanten rein, oder? Der Kommandeur hat uns befohlen, jemanden durchzulassen. Was ist? Eine Information über Alien? Was mache ich jetzt? Schon wieder ein Gerücht? Wenn ich wieder falsch mache, wird mein Sold gekürzt. Das Problem ist, dass unsere Vorgesetzten je nach Lust und Laune unseren Sold bestimmen. Wir haben leider nicht das Recht, unsere Vorgesetzten auszuwählen. Muss ich mal kurz umsetzen, Sekunde. So, habe ich mich umgesetzt, mein Fuß ist nämlich eingepennt. Ganz banal, aber ist halt so.
Scheiße. Weiter geht's. Ey, wir haben jetzt wirklich nützliche Infos. Führt uns zu eurem Kommandeur. Irgendwie sind sie verdächtig. Das denke ich auch. Irgendwas stimmt da nicht. Fragt das unseren Truppenführer. Er ist auf Patrouille. Unser Truppenführer zahlt die Belohnung aus. Er kann mit dem Kommandeur sprechen. Er trifft alle Entscheidungen. Er trägt die ganze Verantwortung. Sprecht mit unserem Truppenführer. Ja, und wo ist der jetzt? Irgend so ein Galvadia-Typ oder was? Was ist, wo unser Truppenführer gerade schläft? Das hat mich eigentlich auch die ganze Zeit gewundert. Er verschwindet immer plötzlich. Ob es irgendwo einen geheimen Ort gibt? Ja, das haben sie ja schon. Was sagst du über den Truppenführer? Wenn ihr zu suchen habt, geht dann vielleicht nach Hause. Wenn ihr hier rumgammelt, werde ich euch verhaften. Ach, fick dich. So, und du da? Was habt ihr... Ach. Ja, ich weiß, du... Fickratte. Nun, wie komme ich jetzt dahin zu dem blöden Kommandanten? Weißt du was? Nee. Ja, ja, Arschgeige. Ja, ja. Ich suche den ganzen Tag nach etwas, was Alien gehört, was nach Alien riecht. Unser Truppenführer hat gerade hier geangelt. Er war glücklich, dass er einen Fisch fangen konnte. Er meinte, dass er ihn sofort essen will. Vita. Kann er mal ziehen gerade? Ich habe gerade eine Errungenschaft freigeschaltet. Magie-Mineur. Oder auch immer. Soll mit diesem Suchhund Alien finden. Aber wie soll er sie finden, wenn ihr ihren Geruch nicht kennt? Das kann niemals klappen. Ja, ja, ist ja gut. Fisch. Also wenn wir den Truppenführer finden wollen, können wir doch einfach tricksen, wenn wir irgendwie Fisch holen, oder? Nun? Ja, toll. Ist ja Blödsinn. Können wir eigentlich hoch... Ich will noch mal probieren, ins Skys Zimmer zu gehen. Das Hotel wird besetzt, wenn es nicht anders geht. Ach, wir dürfen. Wir gehen in mein Zimmer. Ich habe euch aber nicht wirklich eingeladen, okay? Ach, Xell. Guck mal, das Zimmer, bin ich gespannt. Das ist das Zimmer von Xell. Ist das sein Großvater? Genau, er ist mein Vorbild. Er war ein Kriegsheld. Er war nicht nur stark, er konnte die Lage immer perfekt einschätzen. Also das Gegenteil von dir. meiner Meinung nach... Squall zu vorsichtig. Ey, was sagst du dazu, Squall? Weißt du, du musst immer mit Leidenschaft bei der Sache sein. So wie ich. Oh, wir haben einen Safe Point, das nehmen wir mal gleich her. Dim, 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 dim. So, aber hier ist dann wohl auch nichts. Na, ist gut. Da kam ein Galvadianer, der unsere Küche benutzen wollte. Er hat einen stinkenden Fisch zubereitet. Jetzt riecht die ganze Wohnung danach. Lol. Sehr geil. Jetzt riechen wir also nach dem Galvadianer. So. Ich bin gleich wieder da, Sekunde.